verdiene nichts. Du verdienst nichts durch die Tour? Gar nichts. Ich bin froh, wenn ich jetzt nicht noch zu viel... Ich bin nun mal ein Gentleman. Jimmy, ich werde ihm jetzt ein paar Fragen stellen zum Konzert. Ich bin jetzt schon ein bisschen hier. Das Konzert ist heute ausverkauft. Das heißt, ich schätze mal, hier sind 2000 Menschen, die reinpassen. Das sind ganze 13 Musiker auf der Bühne. Es wird heute sehr, sehr laut werden. Ich hatte ein bisschen schon mitbekommen. Ich werde ihm jetzt ein paar Fragen stellen und deswegen geht's jetzt ab. Okay. Jimmy ist schon gespannt. Wie kamst du auf die Idee, ganze 13 Musiker auf die Bühne zu stellen mit dir zusammen? Das Street Orchester ist sozusagen entstanden dadurch, dass ich die Bärbel, die mit der Geige, schon vor, 15 Jahren auf der Straße getroffen habe. Mhm. Wir hatten uns um einen Platz gestritten. Wo war das? In Aachen. In Aachen, ja, okay. Und dann habe ich ihr den Platz gegeben, sie hat gespielt und habe ich gedacht, boah, die spielt ja richtig toll. Und da kam mir die Idee, ich mache eine Band aus Straßenmusikern. Und dann habe ich mit ihr und ein paar Kollegen von ihr angefangen. Das waren so erstmal mit drei anderen. Mhm. Und wir waren eine kleine Besetzung am Anfang. Und jedes Jahr ist es ein bisschen gewachsen. Aber das habt ihr auf der Straße begonnen? Genau. Deswegen heißt es auch Street Orchester, weil es ist eigentlich aus der Straße entstanden. Welche Songs kommen alle vor? Kommen nur Songs vor, mit denen du was verbindest? Weil ich war zum Beispiel vor 2 Wochen bei Angelo auf dem Konzert. Ja. Und er spielt nur Songs, mit denen er auch eine Geschichte zu erzählen ja, kann. Ja, also wir spielen hauptsächlich Folkmusik. Mhm. Das bedeutet, dass wir hauptsächlich auch akustisch spielen. Mhm. Hat seinen Grund, das ist auf der Straße am praktischsten. Und ich liebe Folkmusik. Wenn ich privat Musik höre, dann höre ich eher Folkmusik. Ich bin ja damit aufgewachsen. Unser Vater hat uns ja nicht erlaubt, Rockmusik zu hören, bis Anfang 20 war. Es war nicht erlaubt. Es war nicht erlaubt, es war verboten. Also Rockmusik stand so eine genau, Regel, das war keine so, Rockmusik. Genau, das war Satansmusik, so, weißt du. Warum fand er das nicht gut? Weiß ich nicht. Er war ja ein Amerikaner in Europa und er liebte die europäische Kultur und er liebte doch alles, was so, ich sag mal, was mit Nostalgia zu tun hat oder so. Du weißt ja, der war Antikär, der liebte das Alte. Wir sind damit aufgewachsen, dass wir die ersten 20 Jahre unseres Lebens einfach nur Folkmusik gehört haben. Also Folklore von jedem Land, spanische, französische, was auch immer. Mhm. Und irgendwann hatten wir dann durch die Begegnung mit Bruce Springsteen, das war das erste Mal, dass er uns dann sagte, okay, Bruce Springsteen dürft ihr hören, das ist ein netter Kerl. Okay, der ist nett, okay. Dürft trotzdem hören. Genau. Und das war dann für uns natürlich revolutionär, weil wir hörten dann plötzlich sehr viel Rock. Aber die Folkmusik, die gibt mir auch was fürs Herz. Und wir werden hauptsächlich heute Abend Folkmusik machen und aus verschiedenen Ländern. Und die Musik, womit ich aufgewachsen bin im Prinzip. Wir werden auch eigene Kompositionen spielen, also meine eigenen Songs, die ich komponiert habe. Was ist dein Lieblingssong aus der Tour? Das Lied, was ich für Barbie ja geschrieben habe vor Jahren, das spielen wir jetzt auch. Und das ist für mich im Moment ein wichtiger Song, weil die Barbie ist ja für mich die größte Künstlerin der Familie und sie soll auch auf der Bühne nicht in Vergessenheit geraten. Ja. Und ich glaube auch die Leute, die Fans, das ist Barbie, die sind auch mit ihr aufgewachsen und das bedeutet denen auch etwas. Ja. Und mir bedeutet das einfach eine Menge, dass ich jetzt Barbie ehre, indem wir für sie einen Song singen. Auf jeden Fall habe ich sie extrem lieb die beschäftigt mich heute noch, weißt du? Hast du Angelos Konzert gesehen? Warst du schon mal auf der Konzerttour von ihm jetzt, auf der Mixtape-Tour? Nein, ich habe Mixtape vor Jahren gesehen. Aber diese Tour, da habe ich keine Zeit gehabt, da waren wir gleichzeitig auf Tour. Also wir sind immer noch gleichzeitig auf Tour. Heute spiele ich hier und er spielt in Berlin. Ja. Vor kurzem war ich, ich war in Gera und er war nur 2 Stunden weiter. Also die freie Zeit, die ich habe, die paar Tage, die ich frei habe, die will ich auch mit meinen Kindern und Frau verbringen. Das hat Angelo auch gesagt, dass er immer von Deutschland nach Irland und zurückgeflogen ist, um seine Familie zu sehen. Ja, das musst du ja machen, ne? Sonst wundere dich nicht, wenn sie dich nicht kennen irgendwann, weißt du? Letzte Frage jetzt. Was sind deine Pläne für dieses Jahr noch?
Ich bin erstmal froh, dass wir diese Tour hinkriegen. Mhm. Die wirtschaftliche Lage für die Kulturbranche ist ganz, ganz schlimm. Ja. Die Veranstalter sind alle hier bis da oben. Und die Kosten sind so gestiegen und so weiter. Ich habe Angst gehabt, dass wir das vielleicht nochmal verschieben müssen oder auch. Schon wieder ein Jahr. Also ja, es wurde oder, schon auch, mal oder auch absagen, weil ja. es, die Veranstalter sind im Moment am Rande, sage ich mal so. Die werden dieses Jahr ja nicht mehr unterstützt vom Staat. Mhm. Ja, der Staat hat den Stecker gezogen seit dem 1. Januar. Und die sind jetzt auf sich gestellt und die Zahlen sind nicht so groß, dass die Veranstalter jetzt meinen, juhu, die Menschen sind ängstlich geworden und mit gutem Grund, alles ist teurer geworden. Mhm. Insofern, ich bin einfach nur froh, dass wir diese Tournee hinkriegen und dass das auch so erfolgreich ist, dass wir tatsächlich so ein riesen Feedback haben vom Publikum. Und das ist für mich erstmal, ich habe zu meiner Frau gesagt, wir werden das machen, egal was es kostet, ja. Und, auch wenn man ins Minus geht, egal, wir werden das durchziehen. Ich verdiene nichts. Du verdienst nichts durch die Tour? Gar nichts. Nein. Ich bin froh, wenn ich jetzt nicht noch zu viel... Also, ehrlich? Ja. Das ist ja... Leider ist alles, wie gesagt, teurer geworden. Und... Wow. Aber ich habe auch was davon, wenn wir das hinkriegen und alle sind happy, dann können wir zum nächsten Schritt gehen. Vielleicht in der Zukunft zahlt sich das aus. Also insofern... Ich muss mich anziehen jetzt, weil wir gehen gleich auf die Bühne. Danke dir, Jimmy. Ja, danke viel Spaß dir. Danke, dass ich hier sein darf. Ja. Wir sehen uns. Ja. Warum so gentle? Ich bin nun mal ein Seit wann kennt ihr euch? 2012. Also wir haben letztes Jahr unser 10-jähriges musikalisches Ehejubiläum bestritten und überlebt. Also da werden vielleicht noch ein paar Jährchen folgen. Yo, Celine, where you are for? Okay, goodbye. Genau. Ja, das ist der Jon. Das ist der Philipp. Woher kennt ihr euch? Vom Studium an der Musikhochschule in Köln. Okay. Genau. Wir haben beide irgendwas mit Jazz gemacht und dann sind wir auf den sind wir einfach dem Pfad der Macht gefolgt. Ja, es gab nicht so viele Leute, die sich für akustische Musik interessiert haben und dann haben wir uns zusammengefunden und veranstalten auch Jam Sessions in Köln. Und zwar zwei im Monat und es könnte sogar eine dritte jetzt bald kommen. Genau, und das ganze Kollektiv heißt Cologne Bluegrass Bash. Who are you? We are the Real Rogers from the USA. Kirk and Darnita. Rogers. From which part of the U.S.? Well, she's from Philadelphia. I'm originally from New Jersey. And I'm an Eagles fan, by the way. Dallas Cowboys. Eagles. Here he is. How you doing? What's up? There's my Thank you.
Jimmy meinte jetzt zu meinem Dad, dass die jetzt den ersten Song in der zweiten Hälfte zusammen spontan singen werden. Das heißt, er nimmt ihn jetzt mit auf die Bühne und dann werden sie von 2000 Menschen einfach zusammen jetzt singen. Heike, komm an. Zweite Hälfte hat jetzt begonnen. Mein Fazit zur ersten Hälfte, sehr, sehr gute Stimmung. Der Opener war mega, mega geil. Die Menschen hatten erstmal richtig, richtig viel Bock auf das Konzert, hat man gemerkt. Also schon beim ersten Lied hatten die schon irgendwie die Hände gehoben und jetzt einfach die ganze Zeit ist Standing Ovation. Ich werde jetzt nochmal reingehen, die letzten, also die ja, nächsten Songs filmen. Jimmy hat die ganze Bühne voll. Jimmy konzentriert sich zum Beispiel nur in Anführungszeichen auf seine Gitarre und auf seine Klarinette. Nicht Klarinette, Musiker durch und durch merkt man. Das war mein YouTube-Video über das Konzert von meinem Onkel Jimmy hier in Düsseldorf. Schreibt in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Lasst mich gerne wissen, ob euch so etwas gefällt. Lasst mir einen Daumen oben da. In diesem Sinne sehen wir uns im nächsten YouTube-Video.